Ja, also wieder bei Pokémon XD. Der dunkle Sturm. Ziemlich dunkel hier draußen. Guck mal, es hat gleich eine schöne Szene zu Beginn. Ja. Primus. Oh, guck mal, da ist Primus. Und noch ein 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 Primus. Ja, wir sind Primus, wie alle. Man bewundert uns in jedem Falle. Man kennt uns hier zu Ballande, denn wir sind die Primus-Bande. Abzählen. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Das ist prima. Wir sind uns so ähnlich, dass sie uns selbst nicht mehr auseinanderhalten kann. Weiß jeder, was er zu tun hat? Es ist unsere Aufgabe, den Gegner zu verwirren. Wir werden uns verteilen und die Aufmerksamkeit von der Prima-Arena ablenken. Wenn alles glatt läuft, haben wir Aussicht auf den Posten als Vorstand. Vielleicht. Meine Brüder, führt eure Aufgaben mit Eifer und Sorgfalt aus. Auf eure Position. Ja, du solltest Primus ja informieren über den Brief, den du gefunden hast. Von daher gesehen, ja, dann such mal. Kann ich mir einen aussuchen? Du kannst auch einfach ganz unten in der Stadt anfangen und dich einfach hocharbeiten. So mache ich es zumindest immer. Was, wenn ich oben anfangen möchte? Nee, fang unten an. Warum? Weil ich sage, fang unten an. Dann fang ich oben an. Nein, das ist nicht gut, Jan. Fang unten an. Aber hier steht schon einer. Ja, du sollst nur nicht ganz oben anfangen. Wieso, geht da oben noch einer? Nein, da nicht. Nein, bleib da weg. Geh doch ganz unten, Jan. Dann fang ich mit dem hier vorne an. Von mir aus. Hey, ich kenne dich von irgendwoher. Vom Kryptolabor vielleicht? Ach Quatsch, ich bin ja Primus. Ich kann dich ja gar nicht kennen. Hallo, mein Freund. Ich bin Primus, der Streiter für Gerechtigkeit. Wenn du einen Brat rauchst, einen Brat rauchst. Kann auch mal passieren, ne? Wenn du eine Bratpfanne rauchst, dann bist du bei mir goldrichtig. Wie, ein Labor in der Wüste? Sagst du? Ah, davon habe ich ja nie gehört. Du glaubst wohl nicht. Dann halt nicht. Du, dieser kleine Schöffler, warum musst du dich überall einmischen? Das überrascht, glaube ich, niemanden mehr. Man muss aber dazu sagen, sie haben sich echt verbessert. Sie können plötzlich vernünftig abzählen. Aber nur rückwärts. Und nur, wenn sie als Primus verkleidet sind, scheinbar. Das sind erhöhte Intelligenz um 3 Punkte. Ja. Ja, ansonsten im letzten Part habe ich mich durch Phenak durchgeschlichen. Ja. Könnte man sagen. Und du darfst dich jetzt durchkämpfen. Ja. Aber wenn ich dir sage, fang bitte unten an, wieso zweifelst du an mir? Weißt du, ich wollte doch was anderes machen. Aber meine Ideen sind gut. Manchmal. Diese ist zumindest gut. Dann gehe ich jetzt auf einem Uhrzeigersinn weiter und lauf gleich runter. Solange du nicht auf 12 Uhr anfängst, ist alles gut. Ich will mich doch eh nicht ins Stadion lassen. Das mag sein. Aber trotzdem, ich glaube, du musst du alle Primusse, Primen, Primarenen besiegen, wenn du da rein möchtest? Kann sein. Vielleicht. Ja, eigentlich ganz schlau, das quasi als Richtwert zu nehmen. Aber ich finde das eigentlich ganz cool, dass die Hexagon-Brüder nochmal zurückkehren in Form von Primus. Ja, ich denke mal, wenn du ihre Kryptos noch nicht gefangen hast, kannst du sie hier wahrscheinlich nochmal fangen. Ja. Was prinzipiell dumm ist, weil du sie ja vor dem Labor sowieso unendlich oft anlabern darfst. Aber Fun Fact dazu, als ich das Spiel zum ersten Mal durchgespielt habe, aus irgendeinem Grund, frag mich nicht wieso, dachte ich, die Hexagon-Brüder funktionieren wie in Kolosseum, die mit den Startern hier in Phenak, und man kann sich nur ein Pokémon von denen aussuchen, und deswegen habe ich mir da nur ein einziges gefangen vor dem Labor, warum auch immer, und habe alle anderen erst hier in Phenak gefangen. Frag mich nicht. Okay. Ha, du bist so bescheuert. Ja, das stimmt tatsächlich, aber es war nun mal so. Oh, was hast du denn da? Oh, eine Kampf-CD. Nice. Nice. Auf jeden Fall. Irgendwas zu sagen? Das sieht sehr verdächtig aus. Oh. Hi. Auf deine Menschenkenntnis ist Verlass. Merke dir, jeder hier ist gefühlt verdächtig. Ja, gut. Dann reden wir einfach mit jedem, den ich sehe. Ich möchte mich auch so schnell umziehen können. Ich mag diese Passage im Spiel echt gerne, muss ich sagen. Ich finde, das ist eine coole Idee. Es ist nicht einfach nur durchschnetzeln, es ist sogar minimaler Plot dahinter. Das ist intelligentes Schnetzeln. Ja. Und man kann gut Erfahrungspunkte sammeln. No. Also es lohnt sich auf jeden Fall, mit jedem mal zu sprechen. Und wenn man mehr Screentime für Phenak hat, ist das sowieso immer gut. Ja, mit Lehmschelle two-hitten kann. Ich wollte gerade sagen, hast du Lehmschelle gerade intelligent eingesetzt? Ja. Und vor allem hat er durch jetzt daneben gehauen. Oh. Wenn ich jetzt am besten noch den Angriff senke von dem Pfiffieren, und damit er mir weniger Schaden macht, wäre das echt cool. Schade, er brüllt nur. Wer darf gehen? Tschüss, Eisaber. Hallo, Bakugo. Ob das so viel besser ist?
dahin und du dahin. Ja. Ach ja. Also hätten sie irgendwann mal einen Nachfolger gemacht? Und ich habe mal gesagt, ich nehme einen Nachfolger gerne nochmal mit den Krypto-Pokémon. Oder halt mit den gleichen Antagonisten. Gut, irgendwann ist es vielleicht ein bisschen sehr aufgewärmt, wenn du es nochmal zum dritten und vierten Mal machst. Was nichts betrifft. Aber ich hätte es halt genommen. Oder meinetwegen auch eine ganz neue Story. Aber Fenak hätte ich gerne behalten. Boah, eine schöne Stadt. Ja. Also ich finde, sie haben es hier generell gut gemacht, dass sie halt viele alte Städte wieder zurückgeholt haben. Passt, dass das Absol einsetzt. Ja. Und auch, dass sie das halt so ein bisschen verteilt haben. Also ich fand, im Kolosseum warst du halt ein bisschen zu lange in Pyrrhotus und ein bisschen zu wenig in Fenak. Das haben sie hier eigentlich schön ausgeglichen. Deswegen, Echt, haben wir zu lange in Pyrrhotus? Mit der Queen und alles. Das hat ja ewig gedauert. Du musstest ja alles erkunden, das Kolosseum machen, dann das Ganze mit der Queen. Es hat schon ein bisschen gedauert. Und Fenak war halt echt so, hi, bye, weiter. Ja, eben Cosma mitnehmen und wieder weg. Ja. Also ich hätte mir halt echt gewünscht, dass sie einen dritten Teil gemacht hätten. Na guck mal, da ist meine Angriffssenkung. Und wenn sie einen gemacht hätten, egal mit welcher Story, dann hätte ich auf jeden Fall Fenak wieder haben wollen. Hättest du dir das vorstellen? Colosseum XD auf der Switch? Mit passender Grafik so? Ja, schon geil. Wenn ich jetzt sehe, was sie bei Let's Go zum Beispiel machen können. Ich meine, ich glaube, es wäre sehr ungewohnt, weil ich habe Colosseum und XD echt oft gespielt und naja, jetzt auch schon über 10 Jahre lang. Boah, da wurde uns gerade weggekrittet. Ich hab's gesehen. Immer mal wieder. Und ich glaube, wenn du wirklich über so einen langen Zeitraum ein Spiel immer wieder spielst und dann kommt ein Remake dazu, du fällst doch vom Glauben ab. Ja. Es ist wie bei dir und Secret of Mana. So gehypt war ich drauf gar nicht. Ich meine jetzt auch jetzt nicht so, ich meine dann eher, dass das war sehr überraschend. Dass du dann da sitzt und dir denkst, das sieht irgendwie... Du hast dir den Stil, den diese Spiele haben, so eingeprägt, weil du das Spiel so oft und so lange gespielt hast. Mhm. Wenn dann ein Remake kommt, ist es echt so ein bisschen... Du weißt nicht, ob du das jetzt richtig toll finden sollst oder ob du es seltsam finden sollst. Ja gut, aber ich sag mal so, hier wird sich das Stil ja nicht so groß ändern. Es wird alles ein bisschen mehr HD, aber... Ja, aber ich sag mal... Es wird jetzt nicht jetzt von Pixel-Grafik auf 3D-Grafik ändern. Das nicht, aber wenn du dir jetzt mal die Trailer zu Let's Go anguckst und dann die sind schon eher ein gutes Stückchen. Also von gelb auf Let's Go. Aber ich. Das ist schon hart. Denke, wenn sie die Grafik hier auch drauf anwenden würden, dass auch alles ganz anders aussehen würde. Es wäre nicht so ein riesiger Sprung von Pixel-Grafik zu 3D, das stimmt. Aber es wäre ein ganz anderer Stil. Das auf jeden Fall. Und ich glaube, das würde sich einfach irgendwie seltsam anfühlen. Also, weiß nicht. Ja, du bist noch zu jung, um das zu verstehen, aber Frauen mögen Schnösel. Deshalb dachte ich, als Primus liegt mir die ganze Frauenwelt zu Füßen. Nein. Was sagst du so zu Schnöseln? Nein. Okay. Hatte Lila halt keine Ahnung. Aber die ganzen Weiber hier sind alle meine Kompliebsten. Die kennen mich. Da macht Anbaggern keinen Sinn. Map. Ich weiß nicht, würdest du Colosseum oder XD Remake nehmen wollen? Klar. Also, ich wahrscheinlich auch. Aber es würde sich wahrscheinlich erstmal seltsam anfühlen. Ja. Ich glaube, ich müsste mich da echt erstmal... So ein bisschen, weiß nicht, dran gewöhnen einfach, weil man es ne, nicht anders kennt einfach. Mhm. Aber andererseits, sowas wie Blattgrün oder so hat halt ja auch gut gepasst. Oder generell so alle Remakes. Nur ich glaube, haben sie mal ein Spin-Off geremaked? Nö, ne? Ich glaube nicht. Also PMD nicht, Ranger nicht, Conquest, Pokepark, Colosseum XD, all die unwichtigen Dinge. Wie Dash, Rumble, Pinball. Ich glaube nicht. Weiß nicht, ob es das nie so gelohnt hat. Vielleicht. Deswegen können sie einfach gerne einen neuen Teil für die Switch machen. Sie haben jetzt so viel mehr Evoli-Entwicklungen, die sie benutzen können. Fängst du mit dem Filinara diesmal an? Ich wollte immer Glaceola und Fulipurma als Duo haben. Das hätte ich hart gefeiert. Ansonsten... Mega-Entwicklungen. Hallo, Mega-Krypto-Pokémon. Hätte was. Mega-Krypto-Rayquaza. Das wäre ein bisschen böse. Vielleicht. Nee, aber sie hätten jetzt so viel mehr Möglichkeiten. Also, nicht nur optisch und alles. Auch mehr Typen. Feentyp kam dazu. Der Split, der ist ja auch noch nicht drin. Mhm. Mit physisch und speziell. Und wie gesagt, Mega-Entwicklungen. Gut, Z-Attacken gehören eher nach Alola.
Ich glaube, die würden sie die Ohre attacken. Musst du eine Sandburg bauen. Was? Ja. Oh, nice. Ja, das wäre schon schön. Und vor allen Dingen hättest du mal von Anfang an halbwegs vernünftige Movesets. Ja, gut. Das wäre schon nett. Super! Dem sein Grinsen mache ich übrigens fertig. Der grinst genauso wie sein Smogon. Oder sein Slimer alternativ. Alter, nur am Grinsen hier. Die hat irgendwas gegen dich. Die? Der, was? Die das. Der wie was? Welches von unendlich vielen Geschlechtern er auch immer haben mag. Oh, nice Crit. Und das Kolosseum im Hintergrund. Das finde ich auch sehr schön. Dann ist immer die Frage, wo kämpft man da eigentlich gerade? Hat man die Primarena eben mal abgerissen? Ja, klar, die kann man einklappen. Die fährt dann so runter und dafür fährt so eine Plattform hoch. Ja. Und da kämpfst du dann drauf. Naja, sie mussten ja irgendwie einen passenden Kampfhintergrund machen. Jetzt so in den 2D-Spielen ist es ja quasi nur eine Kulisse, aber hier musst du ja wirklich rundrum irgendwas hinbauen. Mhm. Das ist gar nicht so einfach. So, hätten wir den auch besiegt. Ja. Oh Mami, ich hab verloren. Tut das nicht weh, sich da so hinzuklatschen? Da habe ich sein Gesicht gepolstert. Du bist doch ein Kind, aber für einen allein bist du zu stark. Na, noch eine Kampf-CD? Ja. Schmerz, 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 Schmerz. Schon so ein bisschen, ja. Aua, aua. Ich möchte mich ausruhen. Ich schlaf erstmal ein paar Tage durch hier. Da muss ich auch wundern, wie oft du da in seinem Bett rumliegst. Da sind viele Musiktitel. Oh. Ibarak ist fertig. Und zwei Pokémon, die fertig sind. Ja. Wo ich hier gerade hier am Ausgang bin, befreie ich die eben. Ja. Warum nicht? Immer quer durch die halbe Welt erstmal fahren. Ah ja? Krypto-Pokémon erlösen ist auch wichtig. Da können wir potenziell jetzt sogar mal ein Forum komplett auffüllen. Oder einfach mehrere kleine machen. Aber wenn ich sehe, wie schnell jetzt Kanivania und Beberak fertig waren, lohnt sich das, glaube ich, echt ein Forum auf jeden Fall schon mal voll zu machen. Aber voll ist 6 Pokémon. Voll ist 4 Pokémon. Voll ist 6 Pokémon. Nein. 4 Pokémon und eins in der Mitte. Ich habe voll im Kopf, dass es 6 Pokémon sind. Nein, 4. 6 wäre aber auch ganz schön hart, da immer eine passende Kombination zu finden. Dass die alle gegeneinander effektiv sind. Oh. Huh. Nee, es sind safe auf jeden Fall 4. Na gut. Das glaubst du immer so halbwegs? Ja. Ich glaube es dem unter Vorbehalt. Okay. Dass ich meine Aussage irgendwann wieder revidieren kann. Schaufler. Why not? Und Heilung, wie immer. Schaufler ist interessant. So. Und das Kanivania hatte ich dir, glaube ich, auf die Box gelegt. Ja. Kannst du doch mal eben kurz schnappen. So, bearbeiten. Wo bist du denn? Wahrscheinlich, genau, ganz unten. Yay! Da ist ein Pokémon, dessen Herz verletzt geöffnet werden kann. Oh nein! Na, im Grunde genommen in Kolosseum haben wir das auch entweder alles onscreen gemacht oder alles im Livestream. Mhm. Ich glaube, die letzten paar habe ich gegebenenfalls offscreen gemacht, weil ich dann auch keinen Bock mehr hatte. Mhm. Ist halt schon immer anstrengend gewesen, da 4 Stunden lang zu streamen nebenbei und immer durchgehend zu quasseln. Deswegen, die letzten paar habe ich, glaube ich, so gemacht, aber Aquavelle. Die meisten hatten wir auch gezeigt. Und Heilung. Jo. Und ein paar Erfahrungspunkte. Besser als nichts. Für den einen Kampf, wo er ganz kurz mal drin war und danach direkt draufgegangen ist. Ja. War ich sogar zweimal oder so drin? Hm. Weiß ich gerade gar nicht. So, du möchtest da jetzt einen Webark zwischenschieben irgendwo? Ja, zum Beispiel. Siehst du, es geht 6. Nein, das sieht nur so aus, weil du es da hinsetzen kannst. Deswegen dachte ich, es geht 6. Aber prinzipiell kannst du da nur 4 reintun. Ha. Du kannst gerne versuchen, noch ein 5. reinzusetzen. Ich kann mal ein Krypto irgendwo reinsetzen. Ja. So, nur drehen. Dahin? Nee. Das bringt irgendwie alles nicht so viel. Dann nehmen wir ein anderes Pokémon. Mhm. Irgendwas, das gegen Unlicht vielleicht effektiv ist. Ein Käfer-Pokémon. Ja. So. Das läuft anscheinend gut. Ja. Können wir dir hier auch noch eins geben? Genau.
Es ist vielleicht etwas verwirrend mit der Positionierung. Das drehen wir mal nach unten. Und dadurch ist es ein bisschen stärker. Ja, du kannst vorne noch eins rein. Ah nee, du hast Tanzer reingesetzt. Mehr. Genau. Ja. Das sollte eigentlich relativ schnell fertig werden dann. Ja, nicht perfekt, aber nah dran zumindest. Ja. Das ist doch gut. Aber jetzt weiß ich wenigstens, warum ich dachte, man kann 6 ablegen. Es sieht halt echt so aus, aber es ist halt nur so gemacht, damit du das halt überall absetzen kannst. Ja. Aber 6 fände ich halt auch echt hart, wenn du dann wirklich permanent diesen Kreislauf irgendwie schaffen musst. Dann ziehe ich jetzt meinen Vorbehalt zurück und glaube dir, dass nur 4 sind. Yay, ich hatte auch mal recht. Ausnahmsweise mal. Mit Knilz habe ich auch recht gehabt. Na gut. Hi. Team Krypto hat die Stadt infiltriert. Oh nein, es war alles gelogen. Jetzt einfach mit Lagerturm bleiben soll. Ja, die Idee war gar nicht schlecht, die Leute abzulenken. Die Petunia. Heißt nicht eine XY so ähnlich? Aber ist eine Petunia nicht eine Blume? Ja, die XY, die Vorstände heißt doch alle nach Blumen. Magnolia, Petunia, ja. Oder Petunia? Weiß nicht, meine eine heißt so ähnlich. Kann sein. So. Moggel, Moggel. Spucken wir da mal ins Gesicht. Das klingt echt nicht so nett. Ja, ist so schön, die spuckt ins Gesicht und blende dich. Was? Wer hat das denn gesagt? Das klingt erst von einer typischen Christian-Aussage. Das könnte von Christian sein, ja. Aber du bist auch so kreuz und quer. Hast da oben 2 Primusse gemacht und den einen Trainer. Jetzt bist du wieder hier unten. Wenn ich jetzt gerade hier bin? Da ist überhaupt keine Reihenfolge drin. Nein. Erstmal Perlo geschnappt. Tja, geschnappt und getreten. No, Mopsi. Schnapper ist auch so eine Attacke, die halt auch mehr so alle paar Runden immer wieder trifft. Das benutzt einfach auch niemand. Nö. Bin auch kein Fan von Whirlpool oder so. Das ist absolut. Außer so blöd wie Feuerwirbel. Aber nur in der ersten Gen. Da ist Feuerwirbel lustig. Ja gut, da ist auch Wickel-OP. Ja. Eigentlich brauchst du nur ein Pokémon, was halt schneller ist als andere, mit Wickel oder sowas in der Richtung und dann GG easy. Hm. Automatisch gewonnen. Ja gut, über die Mechaniken der ersten Gen müssen wir generell nicht reden, ne? Ja. Die Volltrefferberechnung. Allgemein die Trefferberechnung. Sobald du einmal einen X-Treffer benutzt, treffen all deine Attacken, egal was für Genauigkeit sie haben. Geofissur-Spam. Zum Beispiel. Das ist ja das, was man in Speedrun machst. Nimmst den Nidoking, bringst ihm Hornbohrer, glaube ich, bei. X-Treffer rein. Hornbohrer, 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 Hornbohrer. Fertig. Aber du musst natürlich auch immer gucken, dass du genug AP hast. Ja. Ja gut, ansonsten auch, dass die erst entscheiden, was sie machen, nachdem sie gewusst haben, was du machst, ne? Vor allem, auch sehr schön, den Gegner kann ja nur in seiner Runde heilen. Also sprich, in der Runde, wo er halt auch angreift. Sprich, wenn du langsamer bist, kann er nicht heilen. Wenn du schneller bist, kann er nicht heilen. Na, na, na. Warum diese Hektik? Fragst du mich, ja, ich bin? Wie unhöflich. Wie könnte jemand, der so attraktiv ist wie ich, nicht echt sein? Ja. Der Opi wirklich ist echt? Ja! Der attraktive Opi ist wirklich echt. Du verarscht mich gerade nur. Nein! Wo willst du jetzt hin? Nein, nein, bleib stehen! Okay, Moment. Ah. Also rechts bist du fertig oder ist da noch jemand? Das ist noch ein Haus. Aber warum willst du jetzt den Jogger? Das macht mich voll kirre, wie du da kreuz und quer. Steck, bleib stehen! Was willst du mit dem Zwielicht? Ich will, dass der Jogger das Zwielicht jagt und nicht andersrum. Was sagst du überhaupt so? So. Ja? Ich hoffe, dass der Jogger wiederkommt. So. No, Zwielicht! Sonst würde er sein Zwielicht mobben. Komm her, ich will nicht anreden! Bist du langsam! Oh nein! Das arme Zwielicht. Ja. Sagst du so? Hilfe, Pokémon jagen mich! Hi. Naja, im Original jagt ihm ein anderes Pokémon, kein Zwielicht. Was denn sonst? Ich glaube, ein Formeo oder so. Echt? Ja, deswegen konnte man auch schon sehen, dass der Fake ist. Ah! Weil das Zwielicht da normalerweise nicht ist. Ich meine, gut, das Ganze ist 3 Jahre her und ob er da immer noch in den Brunnen rennt mit seinem Formeo, sei mal so dahingestellt, aber. So als Spieler denkt man sich dann auch so, So. Du mobbst das Zwielicht aber auch weiter, ne? Ey, jemand muss sich ja angreifen. Ja. Weiß gar nicht, wo man Erdbeben herbekommt, ehrlich gesagt. Ich auch nicht. Gut.
Ein Volltreffer. Nice. Den nehmen wir gerne. Weiter gemobbt. Das macht mich voll kirre, dass du kreuz und quer durch Fenak läufst und ich darf im nächsten Part dann gucken, wo du noch irgendwelche Trainer ausgelassen hast. Also wenn ich das eine Haus gleich noch mache, habe ich die komplette rechte Seite fertig. Ja gut, oben und unten. Siehst du, ist gar nicht so kreuz und quer, wie du dachtest. Aber schon so ein bisschen. Eigentlich nicht. So, Deku. Jawohl. Wobei, nee. Bei Ida. Okay. Gegen den Baldorfisch. Der hilft Kampf nicht so viel. Ach so. Ja gut, der Megasauger ist auch eher so mittelprächtig. Und du dat? Das ist schon eklig, ja. Der Bodyschlamm. Der Bodyschlamm. Nice. Und wieso war da nochmal ein S hinten bei Krebskorps? Oder warum war da überhaupt ein PS? Im Anime haben sie auch immer Krebskorps gesagt. Hm. Niemand sagt Krebskorps. Ich hab sicher Leute, die damals, als es rauskam, einfach Krebskorps gesagt haben. Ja, ich wahrscheinlich auch, aber irgendwie. Mama, warum ist da ein PS am Ende? Warum heißt es Krebskorps? Was ist das? Naja, ich habe es wahrscheinlich auch so ausgesprochen, aber der Anime hat dann Krebskorps gesagt und ich glaube zwar nicht alles, was der Anime von sich gibt. Hierarchie. Aber das ist für mich einfach leichter auszusprechen. Ja. Genau wie ich früher immer. Aber das Korb gibt es nicht auch so als Begriff? Weiß ich nicht. Aber generell, ich habe früher auch immer, warum auch immer, Quirtel gesagt, weil ich gedacht habe, Quirtel? Also, mir hatte einfach der Vokal gefehlt. Ich dachte so, hä? Quirtel. Quirtel? Und dann der Anime so Quirtel. Ah. Quirtel, Quirtel. Quirtel, Quirtel. So, manchmal ging mir dann doch ein Licht auf. So, mal gucken, ob ich jetzt mal treffe. Na? Danke. Okay. Sehr schön. Und weg. Hat er noch mehr Pokémon? Nein. Oh, gut. Das heißt, du hast wahrscheinlich... Aber ist auf der rechten Seite nicht noch ein Trainer? Ein Haus, denke ich mal, oder? Aber ist hinter dem Haus nicht noch ein Trainer? Ich guck gleich mal. Aha. Der Typ ist verschwunden. Die verschwinden hier alle. Puff weg. Man könnte ja meinen, in den ganzen Dungeons, dass sie wieder an der Decke kleben, aber hier ist das ein bisschen schwierig. Sie laufen einfach weg. Außer da ist irgendwie permanent ein Hubschrauber über Fenak und dann können sie sich immer wieder da hochseilen. Springen vom Hubschrauber runter mit so einem Bungee-Seil noch dran und ja. Die laufen dann wieder weg. Oder fliegen wieder weg. Richtig. Der Krypto-Transport-Service. Das wäre seltsam. So, schauen wir mal. Ah ja, da ist noch einer. Da ist noch eine Dame. Ich denke mal, in den Häusern wahrscheinlich niemand. Die waren ja auch leer gerade. Im Schrank. Nein. Wir sind noch ein paar Kampf-CDs irgendwo, aber sonst. Na gut, dann reden wir noch mit der Dame hier. Was für ein Blick. Das sagt alles. Du kennst meine wahre Identität. Aber was du noch nicht kennst, ist meine Kampfkraft. It's over 9000! Es gibt Dinge, die du besser nicht wissen solltest. What? 9000? Oh, guck mal, Edna. Ja. Ich mach kurz voll nach. Ja. Aber im Kolosseum von Pyrrhus hat er auch schon jemanden, Teddy Ursa. Der macht uns auch nach. Scheint voll beliebt zu sein. Das ist ein süßer Teddybär? Ja. Noch. Aber ich ja zugeben muss, dass ich früher eher Team Teddy Ursa war. Mittlerweile, glaube ich, eher Team Thumpy. Weil ich finde, Donphan ist cooler als Ursaring. Thumpy und Teddy Ursa sind beide süß. Mm. Schwierig? Donphan. Donphan. Aber Teddy Ursa. Oh. Aber Thumpy ist auch im Anime immer so, der ist so, Thumpy! Thumpy! Pi! Thumpy! Ja. Und dann gibt's die Leute, die Funfi sagen. Das dumme Vieh. Pokémon und seine Aussprachen, ne? Die Werte echt. Hm. Vor allem der Spezialangriff ist so gering. Guck mal, eine Antikraft. Boah, tschüss Felsgrab. Wobei, tschüss Heilung. Ja, gerade. Brauch eh keiner. Hatte da noch was über. Vielleicht boosten wir uns jetzt. Mit der 10%-Chance. Ich glaube, ich wechsle lieber aus. Ja.
Die beiden haben schon gut gelevelt jetzt. Ja, wie, also generell die letzten Parts. Das heißt, wir haben bald kein Mopsy mehr. Das dauert noch 6 Level. Aber Mopsy ist so cute. So, Deku. Zertrümmer gleich mal da, die beiden, die da vorne stehen. Ja. Das kann er mittlerweile gut. Er nimmt einfach dieses Corazon und schneidet es in der Mitte durch mit seiner Faust. Oh nein! Okay. Währenddessen guckt mich der Diosa böse an. Ja. Nach Motto, you won't do that! Protect! So, währenddessen friere ich ihn einfach ein. Kann Aurora-Strahl einfrieren? Nein. Okay. Kein Angriff senken. Ja. Dann wird das schön, wie er immer nach seinem Pokémon guckt, wenn die angegriffen werden. So, you okay? Echt? Mhm. Nie wirklich drauf geachtet. Er guckt ja immer so ein bisschen rüber, wenn aber sie wobei, ja doch, die Trainer, die Gegner, die Trainer machen das ja auch. Mhm. Und nein, Corazon! Don't be down! Don't be that kind of Pokémon! Tja. Ach nö, Teddy Ursa. Die Augen. Ah! Ja. Wie er sich noch weiter nach hinten bewegt hat und Uraka denkt sich so: Jetzt hört nicht auf, dich zu bewegen, ich will angreifen! Ja! Schön. Hm. Es sind aber so diese kleinen Details, die man auch nur sieht, wenn man irgendwie zu zweit spielt. 4 Augen sehen halt echt mehr als 2. Vor allem, wenn du gerade nicht am Spielen bist. So. Damit habe ich die komplette rechte Seite von Fenak geklärt. Sehr schön. Dann kannst du dir das nächste Mal die ganze linke Seite nehmen. Wobei, die Mitte habe ich eigentlich auch geklärt. Ja gut, das stimmt. Rechts und Mitte, das heißt, du hast noch die ganze linke Seite und musst... Du warst in der Primarena halt nicht, wenn aber... Wenn ich bedenke... Da hab ich habe gefühlt jetzt 2/3 der Stadt weggehauen. Ich habe gerade mal 2 von den Primen gefunden. Ja, Primen, Primusse, Primarenen. Prims. Prims. So, ich mache nochmal das Team ein bisschen. Oh. Ich finde vom Level her gar nicht schlecht aufgestellt. Oh, und ich würde sagen, beim nächsten Mal darfst du da ein bisschen weitermachen. Ja, gerne. Das war's dann von diesem Part. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.